Während unseres Aufenthalts auf Bali unternehmen wir einen Ausflug an die Südspitze der Insel. Über eine Landbrücke fahren wir von Kota bis zu dem kleinen Ort Bekatu. Dort befindet sich einer der 6 heiligsten Tempel Balis, der Pura Uluwatu. Tempel Pura Uluwatu ist zum Meer hin ausgerichtet und steht auf einer steilen, jäh ins Wasser abfallenden Klippe. Von den Klippen eröffnet sich ein faszinierender Blick auf das Meer. Sehr beeindruckend ist die gewaltige Brandung, die sich in breiter Front an den ausgewaschenen 100 Meter hohen Felsen bricht. Der über 1000 Jahre alte Tempel wurde komplett aus Korallengestein erbaut und ist den Göttern des Meeres geweiht. Weil er den Rang eines Reichstempels besitzt, gehört er wohl zu den wichtigsten Heiligtümern auf Bali. Eine tiefe Religiosität bestimmt das Leben der hinduistischen Balinesen. Auch in diesem Tempel gibt es Opferstöcke und Altäre, an denen Opfergaben zu Ehren der Götter abgelegt werden. Zumeist sind es kleine Schalen aus Palmblättern, die mit Reiskörnern und Blüten gefüllt sind. Den Pura Uluwatu bewohnt eine freche Affenschar. Die Affen werden von den Balinesen geduldet, weil sie als Nachkommen des Affenkönigs Hanuman bezeichnet werden. Hanuman ist ein Held der berühmten Ramayana-Sage, die ihren Ursprung in Indien hat, von den Balinesen aber als hinduistisches Kulturgut übernommen wurde. Trotz ihrer Majestät und Heiligkeit ist bei den Affen Vorsicht geboten. Kamera und Handtaschen sollte man verschlossen halten. Brillenträger sollten wissen, dass diese Affen gern mit geraubten Seehilfen ihren Spieltrieb befriedigen. Immer wieder hören wir den Gesang der Männer, die mit ihren Ritualtänzen eine mystische Atmosphäre im Tempel verbreiten. So verwirrend wie der sogenannte Ketchak-Tanz auch sein mag, den Balinesen dient er, in den Zustand des Unterbewusstseins zu treten und eine Verbindung mit der Welt des Göttlichen aufzunehmen.